Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch neue Zuschauer. Ja, ich habe das Lenkrad aufgebaut, weil ich habe mir WRC 8 geholt. In der Deluxe Edition. Ich habe den 7. Teil schon. Und der 8. ist nochmal eine Schippe besser. In der Deluxe Edition, die ist sogar noch günstiger als die Standard Edition. Allerdings bei Instant Gaming. Aber da macht sogar Montana Black Werbung für. Also ich mache das schon. Ich kaufe da meine Keys schon mindestens 4 Jahre. Und das ist alles sicher. WRC 8 in der Deluxe Edition für 3,70 Euro ungefähr. Jetzt muss ich erstmal sehen hier mit der Hülse. Ich habe das Lenkrad hier aufgebaut, da muss ich... Ah, guck mal hier. Ich sehe das sonst nicht. Das sind auch zerknitterte Hülsen. Manche. Die waren unterwegs, wo ich unterwegs war mit dem Rucksack. Die sieht gut aus. Jawohl. So. Weil wir zocken, wir haben die Rallye Schweden abgeschlossen in der Junior WRC. Wir fangen ja erstmal eine Karriere klein an. Und dann geht's immer weiter. So, meine lieben Freunde. Alles klar. Dann kann's weitergehen. Neueste Folge Elert 2. Ja, die Grafikkarte ist jetzt generell maximal... Was meinst du, wie es hier mal aussah? Du meinst, bevor der Meteorit hier runtergekracht ist? Der ganze Krater halt. Ich wette, es sah hier richtig scheiße aus. Dir ist die zerstörte Landschaft also lieber als eine heile Welt? Stell dich mal nicht so an. Ich habe in der Grafikkarte eingestellt... Also das ist von AMD, die Software. Gibt es eigentlich bei Nvidia so nicht. Also AMD ist da wirklich Vorreiter, was das alles, was man da alles einstellen kann. Und ich habe den Chill-Modus aktiviert und habe die FPS auf maximal 59, manchmal sind es dann auch 60 begrenzt. Es sei denn, es ist jetzt unter 60, so wie das jetzt ist. Jetzt haben wir ja gerade 55. In allen Spielen, weil das reicht auch, 60 FPS. Sonst wird die Grafikkarte zu warm, ja, und der 5 Prozessor, das muss auch nicht sein. Und wir sparen Strom, ne? Das ist auch wichtig. Ja, Strom sparen. Da brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. So. Schadensbegrenzung. Vorrangige Amtsgeschäfte, nee. Diplomatische Verwicklung. Ist das Nesti? Alter, was ist das denn? Ach so, die Map ist so groß. Ja, das ist Nesti. Nee, wir wollen verbotene... Ach so. Ja. Ich weiß nicht. Fox will die... Ja, die sind schwer. Die hat, was heißt schwer? Wir können das mal austesten, die verbotenen Methoden. Die alle platt hauen. So, wo ist denn jetzt der nächste Teleporter? Ah, das ist aber... Oder ist hier oben noch einer gewesen? Forks. Gut, machen wir das. Müssen wir sowieso irgendwann machen. Wir wollen ja alles. Zivilisation. Hier siehst du, was dabei herauskommt. Aber das ist jetzt natürlich blöd. Wir haben ihn hier dabei. Der ist ja von den Outlaws. Und wenn wir jetzt mit ihm zusammen Outlaws töten,
Also das kannst du ja vergessen. Achtung! Ja, schieß doch! Schießen. Der schießt doch von hinten mal rein, dein Arsch. Na los. Na los. Mein Bestreben, die Menschheit einen zu wollen, wurde über die Jahre ziemlich strapaziert. So behielt ich zu keiner der Fraktionen je ein dauerhaftes Verhältnis. Wer weiß, wie es diesmal sein wird. Ja. Wir wollen ja in alle Fraktionen rein. So, und das geht jetzt nicht mit ihm. Das sind die Outlaws und die können wir jetzt nicht töten. Deswegen erstmal wieder in die Bastion. Er ist ja mit am Start. Aber... er soll hier bleiben. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Klar doch. So. Diplomatische Verwicklung. Das mit Baxter lief ja jetzt nicht so gut. Ich hätte ihm die Fresse polieren sollen. Ich weiß ja nicht, was deine Intention war, aber sehr diplomatisch war das jetzt nicht. Das Arschloch ist mir auf die Nerven gegangen. Na, vielleicht solltest du deinen Plan noch einmal überdenken. Ich weiß schon, was ich tue. Ich habe einfach noch nicht gefunden, was ich suche. Wie du meinst. Hast du noch mehr solcher Aktionen geplant? Ja, aber dafür brauche ich noch Zeit zur Vorbereitung. Ich könnte auch immer noch mehr Kampftraining gebrauchen. Okay, dann melde dich einfach, wenn du soweit bist. Darauf kannst du wetten. Alles okay? Geht so. Für meinen Geschmack sind die Fremden immer noch zu zimperlich. Wann geht's denn mal wieder endlich zur Sache? So. Jetzt nehmen wir erstmal wieder unsere Frau, das ist Kaya. Das war früher unsere Frau oder unsere Geliebte, die Nesti. So. Moment mal. So weit ist sie weg? So. Bastion. Nesti ist jetzt. Ne, Kaya. Ne? Aber die ist jetzt wieder hier. So gut. Warum sie jetzt hier ist. Weiter oben ist sie. Wo soll sie denn sein? Mal gucken. Ach so, die ist. Und das weiß ich jetzt nicht. Ist sie hier oben drauf oder was? So merkwürdig.
Weiß ich nicht. Geh mal weg da. Die soll hier oben irgendwo sein. Ach so. So oder was? Ja. Man muss sich nicht alles gefallen lassen. Ja. Wie sieht's aus? Kaum habe ich die Arbeit als Orakel wieder aufgenommen, da geht sie mir schon wieder gehörig auf die Nerven. Ich weiß genau, was du meinst. Es wird Zeit, dass ich mich wieder wichtigeren Dingen widme. Ich habe da so eine Idee. Wir wissen noch viel zu wenig über das dunkle Elex der Skyans. Du bist für mich immer ein Experte für das Elex gewesen. Vielleicht solltest du dir das lila Zeug mal genauer ansehen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Und ich weiß auch schon, wo ich anfangen werde. Allerdings brauche ich dabei deine Unterstützung. Natürlich. Wir Berserker machen uns am meisten Sorgen um die Skyaniden. Sie sind im Grunde den Mutanten der Alps nicht ganz unähnlich. Auch sie sind dem Elex verfallen und werden durch diese Substanz grundlegend verändert. Doch was ist seine Natur? Wie wirkt es? Was macht es so ansteckend? Hat es ebenfalls eine kollektive Stimme wie das blaue Zeug, das wir schon seit Jahren auf unserem Planeten haben? Mhm. Hört sich interessant an. Wo fangen wir mit unserer Suche an? Ich weise eine gewisse Affinität zum Elex und dem Mana auf. Meine Sinne erfassen viele ihrer Eigenschaften und lassen mich mit ihnen regelrecht kommunizieren. Das eine ist ein Derivat des anderen. Damit kenne ich mich bestens aus. Das Lila-Zeug allerdings ist etwas gänzlich anderes. Es hat sowohl replikative als auch infektiöse Eigenschaften. Es wird schwierig werden, es zu isolieren und zu analysieren, ohne sich dabei auch die dunkle Seuche einzuhandeln. Du schaffst das schon, wie immer. Danke für deine Zuversicht, aber trotzdem brauche ich es in seiner reinen Form. Ich brauche es in Aktion. Ich brauche es in seiner Wirkung, in seiner Vollendung, damit ich sehe, wie es wirkt. Und das am besten am lebenden Organismus. Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Ja, ich brauche junge, frisch gewandelte Exemplare der Skyaniden, um sie mir genauer anzusehen. Die meisten Biester, die wir bisher bekämpft haben, sind mindestens schon mehrere Wochen in ihrem gewandelten Zustand. Ich brauche aber Skyaniden, bei denen die Wandlung vor kurzem geschehen ist. Südlich vom Fort hat einer unserer Spähtrupps vor ein paar Stunden eine junge Herde kleinerer Exemplare der Skyaniden gesehen. Einer der Krieger behauptet, er habe gesehen, wie sich diese aus einer Gruppe Hornwölfe gebildet hätten. Ich würde mir das alsbald ansehen. Wenn du also bereit bist, dann lass uns das angehen. Lass uns diese junge Skyaniden-Frischzucht aufsuchen. Sehr gut. Also, auf geht's. Auf geht's. Dort drüben wurden die Biester von unseren Spähern gesehen. Wollen wir hoffen, dass es wirklich nur kleine Exemplare sind? Wir werden es gleich sehen. Heerführer? Scheiße. Irgendwie. Errungenschaft? Du weißt ja, wie die Sache läuft. Du gehst vor, ich folge dir. Ah!
Jung mögen sie ja sein, aber auch gefährlich. Sie sind sicher immer noch ansteckend. Vielleicht reicht es ja, wenn ich mir ihren Wandlungsort, wo sie die letzten Stunden gehaust haben, genauer ansehe. Am besten, du gehst mir für ein paar Augenblicke aus dem Weg und ich schärfe meine Sinne. Mal sehen, ob ich etwas aufnehme, was ich interpretieren kann. Augenblick. Oh, 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 oh. Fuck, fuck you, Alter. Zusammen kämpfen können wir. Ja, das war genau die richtige Idee. Es ist, wie ich angenommen hatte. Ich kann es spüren. Die Präsenz des aktiven, dunklen Elex ist hier überall. Es hat hier gewütet und hat diese Biester noch vor kurzem gewandelt. Was hast du sonst noch herausgefunden? Die Tiere haben sehr gelitten. Ihre Klageschreie liegen noch immer in der Luft. Sie hatten keine Chance, sich gegen die Wandlung zu wehren. Während die Wandlung selbst sehr schnell voranschritt, scheint der Zeitpunkt der Infektion auch nur wenige Stunden vor der Wandlung gelegen zu haben. Das würde ja bedeuten... Ja. Ist ein Tier dieser Größe erst einmal infiziert, dann ist es nur eine Frage von Stunden, vielleicht Tagen, bis es sich wandelt. Was bedeutet das für einen Menschen? Ich weiß es nicht. Das hier waren nur gewandelte Tiere. Ich habe ja keine menschlichen Referenzen. Naja, außer dir. Aber du bist irgendwie etwas Besonderes. Keine Ahnung, warum genau. Jedenfalls dürfen wir nicht von dir auf andere schließen. Na schön. Was jetzt? Das alles hier bringt uns noch nicht sehr weit. Ich brauche größere Exemplare. Ich werde meine Leute darauf ansetzen, die Skyaniden zu beobachten. Wenn mir wieder eine frische Wandlung gemeldet wird, dann gebe ich dir sofort Bescheid. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Hm, so gefällst du mir schon viel besser. Was, ich? Ach so, ja, ja. Hör bloß auf damit. Lass uns lieber weitermachen. Hm. Wo ist der dicke Klops hier? Er war ja harmlos. Große Kralle. Gut, das haben wir auch. Lila ist das neue Blau. Müssen wir mit ihr nochmal sprechen, ne? War ja klar, dass Nasty, diese Person, wieder irgendwo auftaucht. Musstest du sie unbedingt rekrutieren? Sie ist gut. Gut in was? Nun, Das Einzige, in dem sie gut ist, ist Ärger zu machen. Ich sag dir was, wenn dir wegen der Zicke wieder die Scheiße um die Ohren fliegt, dann verschon mich damit. Was ist dein Problem? Das ist ja unsere Frau hier und die andere war wohl früher unsere Frau im ersten Teil oder unsere Geliebte, eins von beiden. So... Gut, speichern können wir sowieso. Wir werden aber noch weiter zocken. Ja, das dauert wohl noch ein bisschen mit ihr. Verbotene Methoden. Mit ihr können wir auf jeden Fall versuchen, die Outlaws hier platt zu machen. Das ist aber ein bisschen weiterer Weg. Wir müssen hier lang. Und dann Richtung Westen. Wer weiß, wie lange das hier alles noch steht. So. Hier sind starke Gegner. Hier müssen wir ein bisschen außenrum laufen. Ah!
jetzt nicht besonders stark. Beim letzten Mal sind wir nämlich gestorben. Aber Kaya ist eine starke Begleiterin. Nee, also auf so einen großen habe ich überhaupt keinen Bock. Den locken wir hier ein bisschen raus. Oh, harmlos. Gucken, ob wir die jetzt auch gut platt machen können. Die Outlaws, da wollen wir ja auch noch beitreten. Wir sind jetzt bei den Berserkern und bei den Morgons. Die sind natürlich im Rudel. Da hinten sind sie schon. Sehen. Nehmen wir mal den zweiten. Wünsche uns Glück, dass wir das schaffen. Erstmal sind wir kläglich gescheitert. Oh, nee, den großen hier muss ich nicht haben. Kann aber auch sein, dass das noch ein bisschen dauert, bis wir da sind. Ah, wer ist das denn hier? Keinen Schritt weiter. Erkläre dich. Was machst du? Moment mal. Sag mir, Fremder, wie heißt du? Wieso willst du das wissen? Du kommst mir bekannt vor. Aber ich mag mich irren. Also nochmal, wie heißt du? Mein Name ist Jax. Dann habe ich mich doch nicht getäuscht. Erstaunlich. Ich habe Gerüchte gehört, du wärst tot. Stimmt es, dass du damals den Hybriden mit bloßen Händen besiegt hast? Erzähl mir erst einmal, wer du bist. Ich heiße Radik. Ich bin sicher, Azog will wissen, dass du hier bist. Wer soll das sein? Das erzählt er dir sicher selbst. Es hat sich einiges geändert, seit das Depot gegründet wurde. Komm mit, ich führe dich herum. Cool. Mir schmeckt das nicht. Was, wenn er uns in eine Falle lockt? Ich verstehe dein Misstrauen, Menschenfrau. Dennoch garantiere ich, dass niemandem etwas geschehen wird. Die Entscheidung liegt bei euch. Eine Führung kann nicht schaden. Dann mal los, folge mir. Hast du vor, hier zu bleiben? Wir werden sehen. Warum? Die Sache ist die, du bist nicht unbedingt beliebt hier. Es gibt viele unter uns, die dich tot sehen wollen, für das, was du mit dem Hybriden gemacht hast. Apropos tot sehen. Wir haben Glück. Für heute ist eine Exekution anberaumt. Das sollten wir uns nicht entgehen lassen. Das Urteil wurde gesprochen. Ein Effizienzmangel wurde zweifelsfrei nachgewiesen und der Angeklagte hat das Urteil angenommen. Exekutiert den Schuldigen. Gute Arbeit. Ihr kennt das Prozedere. Bezieht eure Posten, sobald ihr alles erledigt habt.
Ich habe mich schon gefragt, wie lange Sie ihm sein Verhalten noch durchgehen lassen. Als nächstes gehen wir zu unserer Forschungseinrichtung. Wie? Das war's jetzt? Er wurde einfach so getötet? Seine Ineffizienz hat sein Schicksal besiegelt. Was waren seine Verbrechen? Wer gegen die Direktive verstößt, wird hingerichtet. So einfach ist das. Es scheint dich zu schockieren. Du müsstest die Direktive und ihre Folgen doch noch kennen. Tue ich. Es hat sich wohl doch nicht so viel geändert, wie ich anfangs dachte. Ist das Mitleid in deiner Stimme? Interessant. Ich habe gehört, dass du deinen Emotionen angeblich freien Lauf lässt. Lass uns beim Laufen weiter darüber reden. Glaub nicht, dass wir keine Emotionen hätten. Wir mussten einsehen, dass totale Emotionslosigkeit nicht die Lösung für unsere evolutionäre Entwicklung sein kann. Sie hat uns blind gemacht. Sie hat dafür gesorgt, dass jemand wie du uns beinahe zu Fall bringen konnte. Deswegen bekommt jeder nur noch so viel Elex, wie er braucht, um seine Arbeit möglichst effektiv erledigen zu können. Wir stehen jetzt vor dem Rechen- und Forschungszentrum. Hier wird unter anderem der optimale Elex-Konsum berechnet. Also seid ihr inzwischen der Meinung, dass Emotionen was Gutes sind? Natürlich. Ein Taktiker, der keine Angst um seine Truppen hat, ist unter Umständen kein guter Taktiker. Auf der anderen Seite ist eine Wache, die Angst zu töten hat, keine gute Wache. Der Mittelweg scheint eine gute Wahl zu sein. Ihr versucht also, Emotionen nur dort zu unterdrücken, wo sie hinderlich sind? Richtig. Das sind unsere neuen Regeln des Elex-Konsums. Und eben für diese Berechnungen ist diese Forschungseinrichtung gut. Wenn du keine Fragen mehr hast, habe ich dir jetzt noch etwas anderes zu zeigen. Ein Experiment, das wir aktuell durchführen. Folge mir. Du hast von einem Experiment geredet. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wir versuchen, Kinder zu züchten, die... Moment mal, was tut ihr? Wir erschaffen eine neue Generation rational denkender Taktiker. Lass so uns ist mal ein Teleporter. Bisschen in den Unterricht reinhören. Vielleicht können wir noch was lernen. Nee. Hier muss ja irgendwo ein Teleporter sein. Wenn wir 35 Stück haben... Gibt's eine Errungenschaft. Los, weiter. Die Lektion vom letzten Mal dürfte euch noch im Gedächtnis sein. Wir werden heute das Gleiche erneut versuchen. Hinsetzen. Gut. Und jetzt denkt daran, was wir gestern gelernt haben. Konzentriert euch. Frau Lehrerin, ich... Wie oft noch, Makar? Keine Zwischenfragen. Fühlt, wie die Emotionen euren Körper durchfluten. Denkt an die Strafe von letzter Woche. Spürt die Wut, die sie erzeugt hat. Wenn sie euch zu übermannen droht... Versucht, die Rechenaufgabe zu lösen, die wir gestern besprochen haben. Konntet ihr die Wut erzeugen? Und wenn ja, will ich die Lösung der Aufgabe von euch wissen. Wenn nicht, werden wir die Strafe von letzter Woche wiederholen. Ineffizienz wird nicht toleriert. Übt das zu Hause. Nächstes Mal will ich einen dreiseitigen Bericht über eure emotionale Stabilität lesen. Besonders von dir, Makar. Bei dir machen wir uns ein wenig Sorgen. Also streng dich mehr an. Sehr wohl, Frau Lehrerin. Gut, ihr dürft jetzt gehen. Wie du siehst, geht es den Kindern hier sehr gut. Die Elex-Experimente scheinen gut zu verlaufen.
Was genau lernen die Kinder hier? Wir versuchen, die Kinder so auszubilden, dass sie ohne die Zugabe von Elex eine ähnliche Effizienz erreichen, als würden sie Elex bekommen. Moment mal. Heißt das, die Kinder bekommen gar kein Elex? Richtig. Es ist der Versuch einer effizienten Aufzucht ohne die Zugabe von Elex. Wir Alps haben nie gelernt, mit Emotionen umzugehen. Ohne das Elex sind viele von uns ihren eigenen Gefühlen schutzlos ausgeliefert. Dies versuchen wir bei den Kindern zu verhindern. Den Kindern wird der Umgang mit Emotionen beigebracht, ohne dabei ihr effizientes Denken zu vernachlässigen. Ohne Elex sind sie doch nichts anderes als normale Menschen, oder nicht? Nein. Sobald sie ein gewisses Alter erreicht haben, werden sie, wie alle anderen, ihre täglichen Elex-Rationen bekommen. Unseren Berechnungen zufolge sollten emotional gefestigte Alps mit dem Zugang zu Elex die nächste Evolutionsstufe erreichen können. Das klingt barbarisch. An Kindern sollte nicht experimentiert werden. Das Ergebnis wird es wert sein. Außerdem haben wir Beweise, dass es funktionieren kann. Die wären? Dich. Du warst ein Alp und hast es geschafft, deine Emotionen unter Kontrolle zu halten. Wir vermuten, dass es dir nur deswegen möglich war, dem Hybriden die Stirn zu bieten. Dieses Phänomen erforschen wir und versuchen es nachzustellen, um es zu perfektionieren. Aber wenn du mehr darüber wissen willst, solltest du dich mit unseren Wissenschaftlern unterhalten. Lass uns weitergehen. Wir kommen gleich in den Sektor der Kollektoren. Sie sind dafür verantwortlich, Elex zu finden und in die Silos zu bringen. Keine besonders anspruchsvolle Aufgabe. Sehr gut. Die Kollektoren, die hier wohnen, brauchen nicht sehr effizient zu sein in ihrem Handeln. Was bedeutet, sie bekommen auch nur geringe Dosen Elex zugeteilt. Und das macht sie anfälliger für unkontrollierte Emotionsausbrüche. Wenn es nach mir geht, würden wir sie nicht im Depot wohnen lassen, sondern irgendwohin auslagern. Lass uns direkt weitergehen. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Folge mir. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass es hier hinten wesentlich ungeordneter zugeht als anderswo im Depot. Wir haben durchaus unsere Probleme mit den Kollektoren und ihrer Lebensweise. Wenn du nicht aufpasst, kann es sogar passieren, dass du bestohlen wirst. Sowas hätte es zur Zeit des Hybriden nicht gegeben. Glücklicherweise sind wir jetzt wieder raus aus dem Sektor der Kollektoren. Wir kommen jetzt in den der Soldaten. Hier geht es wesentlich geregelter zu. Da sie unter Umständen schwierige Entscheidungen treffen müssen, bekommen sie dementsprechend größere Rationen Elex. Hier wirst du dich auch mit ordentlichen Waffen eindecken können. Ihr erlaubt den Handel im Depot? Inzwischen ja. Durch den Handel ist es uns möglich, eine Art Belohnungssystem für effektives Handeln zu erschaffen. Wir bezahlen unsere Arbeiter mit Elexit. Und mit diesem Elexit können sie sich Dinge kaufen, um wiederum effektiver zu arbeiten. Dies scheint sie zu motivieren. Aber du kannst dir später alles anschauen. Jetzt bringe ich dich erstmal zu Azog. Komm. Dort oben ist der Bezirk der Agenten. Sie sind unser Mittel, die Kollektoren und alle anderen zu überwachen. Sicherzustellen, dass jeder seine Ration Elex einnimmt, dass keiner zu viel oder zu wenig nimmt. Sie achten darauf, dass keiner hier aus der Reihe fällt. Teleporter.
Ich hoffe, du konntest dir ein gutes Bild vom Depot machen und deine Rückkehr in unsere Reihen wird dir nicht allzu schwer fallen. Das wird sie nicht. Hätte ich bei jemandem wie dir auch nicht erwartet. Es freut mich, dich schon bald wieder als Kamerad begrüßen zu dürfen. Ich werde nun wieder zurück ans Tor gehen. Möge Effizienz dein Handeln leiten. Nicht schlecht. Irgendwie surreal, hier einfach so herumzulaufen. Ohne gezogene Waffe, meine ich. Ich werde das Gefühl nicht los, dass mir jeden Moment jemand in den Rücken schießen könnte. Nee, stehlen wollen wir nicht. Genießen wir mal die Aussicht. Ja, hier werden wir natürlich auch noch reintreten. Wir haben jetzt noch die Outlaws, die Alps und die Kleriker. So. Das Depot haben wir jetzt hier auch als Schnellreisepunkt. Teleporter 35 Stück. Denn die ist eine Errungenschaft, aber es gibt vielleicht noch mehr. So. Dann müssen wir erstmal raus hier. Und wie kommt man auch da raus? Dürfen wir hier durch? Ja. Eine hohe Mauer. Ah, mein Kopf. Ob man da rüberfliegen kann, weiß ich nicht. Die Infektion. Hatte sie schon fast wieder vergessen. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Ich glaube, so hoch können wir nicht mit dem Jetpack. Doch. Optimal. Na, siehst du. So, nehmen wir den ersten. Mal gucken, ob wir noch einen Kaffee haben. Das mit den Banditen machen wir noch in dieser Folge. Und danach fahre ich noch die zweite Rallye WRC8 mit euch, Corsica. Rallye Schweden ist natürlich auch schwer, weil es alles voll Schnee ist und man sieht eigentlich die Straße gar nicht so richtig, weil die auch alles voll Schnee ist und alles ist weiß, ne? Aber wir haben das erfolgreich geschafft. So. Aber. So. Fluppe. Wunderbar. Na. Nichts, Alter. Alter. Oh. Hinter mir. Hat sich einen Arsch. Endlich, Alter. Genau das wollte ich gerade mal nachschauen. Ups. Alter. Oh. Neue Stufe. So, jetzt brauchen wir... Ups. Jetzt brauchen wir... 4. Jetzt brauchen wir fast 9000 Erfahrung. Stufe 18. Da ist einer bei Steam in den Reviews, der hat eine Bewertung geschrieben. Der war Stufe 56. Und wir sind erst Stufe 18, dann wisst ihr, wie viel Spielzeit in dem Spiel drin steckt. Wir haben jetzt 12 Teleporter von 35.
und knapp 17 Stunden Spielzeit. So. Wunderbar. Und jetzt wollen wir die Berserker noch, die Outlaws noch platt machen. Was? Ach so. Ja. Ja, du hast Hummeln im Arsch, ne? Genau. Ja, wollt ihr angreifen? So, da oben müssten sie schon fast sein. Nochmal Zug von der Fluppe. Das Lenkrad wird jetzt öfters aufgebaut. Geht ja super schnell. Ich habe das unter dem Tisch. Einfach den Wheelstand Pro aus unter dem Tisch nach vorne ziehen, unter dem Tisch. Und dann einfach aufstellen, festjustieren und schon ist es aufgebaut. Kann ich nur empfehlen, falls ihr das noch am Tisch festgeschraubt habt. Das ist auch nicht immer optimale von der Höhe. Oder es ist auch, die Pedale sind auch nicht richtig fest meistens. Und auch nicht, das Lenkrad ist nicht richtig fest. Das ist alles jetzt bombenfest. Und das T300 hat schon ordentlich Force Feedback. So, aber jetzt wollen wir die Wichser hier platt machen mit unserer neuen Waffe. So. Was das hier früher wohl mal war? Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ja, aber hier ist noch Force, ne? Vielleicht können wir das auch nur mit Force machen und nicht mit Kaya. Dann müssen wir mal gucken, wo der Force ist. So. Mal gucken. Da hinten ist er. Hey, was wird denn das, wenn's fertig ist? Kurze Frage. Wart ihr die letzten Wochen mal im Fort der Berserker? Was? Du willst wissen, ob wir zu dem zurückgelassenen Pakta in Tavar gehören? Wie kommst du denn auf so ein schmales Brett, Freundchen? Wir sind Outlaws aus dem Krater. Ein Kerl namens Fox behauptet, ihr hättet seinen Kumpel verprügelt. Was denn? Fox? Ja, den Kerl kennen wir. Aber es war nicht sein Kumpel. Das war er selbst, Freundchen. Ach was. Ja, der Hurensohn hat versucht, unsere Taschen zu leeren. Und als ich ihn dabei erwischt habe, wollte er noch abhauen. Wieso bin ich jetzt nicht überrascht? Das weiß ich auch nicht. Aber was ich weiß, ist, dass du jetzt ein Problem hast. So. Wenn du mit diesem Kerl unter einer Decke steckst, dann gibst du als Outlaw keine besonders gute Figur ab. Und darum werde ich dich jetzt von deinem Leid erlösen. Wenn es sein muss? Ich fürchte ja. Dir bringe ich Manieren bei. Komm her. Die Sacker, die sind stark. Wir sind vergiftet. Alter. Heiltränke. Oh.
Oh, wir haben es gleich geschafft. Einen Moment. Heiltrank. Zum Glück haben wir noch einen Heiltrank. Kaya ist... Und jetzt kommst du weg, Wichser. Und du auch. Heiltrank. Oh, wir sind nicht mehr vergiftet. Es wird sich geheilt. Das war hart, wie ihr seht. Da sind noch mehr. Aber wir haben schon mal... So. Alles looten. Wir haben es schon mal geschafft, Alter. So, liegt ja noch mehr Gemüse rum. So, erstmal nicht zu nah ran. Verfluchte Made! Verbotene Methoden. So. Wir kommen aber trotzdem bei den Outlaws noch rein. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Einen Moment. Die Fluppe nochmal anmachen. Da stellen wir mal ein bisschen weiter weg, die Tasse hier. Nicht, dass ich da mal gegenkomme im Eifer des Gefechts. Also das muss nicht sein. So. Ist hier irgendwo was zum... Ich bin nicht gut genug. Nee, leider nicht. Noch nicht. Kartenstück. Das ist das erste. Da gibt's, wenn wir mehrere haben, eine Schatzkarte in der Errungenschaft. Aha. Aha. Ein Kartenstück, ne? So. Kartoffelsalat, ja genau, den kann ich auch gleich nochmal essen. Langsam kriege ich Hunger. Danach fahren wir noch die Rallye Corsica. So. Hier könnte... Ja gut, das haben wir jetzt fertig. Wir wollen aber nochmal mit Fox sprechen. Den hatten wir markiert. Hinten ist auch noch... Das ist ein anderer Gegner. Oh. Oh, das ist ein großer. Da wollen wir erstmal speichern auf dem dritten. Fluppe ausmachen. So. Das ist ja ein Ding, was? Die Jungs kannten dich offensichtlich. Kann schon sein. Und wann wolltest du mir erzählen, dass du der Kumpel warst, den sie verprügelt haben? Ist halt schon eine Weile her. Ich hab da bestimmt was verwechselt. Ja, ja. Deine üblen Typen sind Geschichte. Sie werden wohl niemanden mehr von dieser Prügelei im Vor erzählen können. Na, sowas aber auch. Ich hoffe, so ein Unsinn wiederholt sich jetzt nicht ständig. Nein, nein. Was das angeht, bin ich jetzt geheilt. Ach ja? Ich habe langsam den Eindruck, du hast nicht wirklich vor, dich im Fort zu rehabilitieren. Doch, doch. Nur ging bisher noch keiner meiner Pläne auf. Ja, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich weiß. Ich lasse mir für das nächste Mal etwas ganz Besonderes einfallen. Ich werde es wohl kaum verhindern können. Hey, etwas mehr Zuversicht, hm?
Vielleicht brauche ich noch eine Weile, aber ich krieg das hin. Wirst schon sehen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, meine Gefährten. Das war Nesti, das ist Kaya. Ah, das machen wir auch noch, das interessiert mich. Kaya. Wo ist denn Kaya? Ach, das geht noch nicht mit ihr. Die ist noch... Ach, Kaya ist auch bei uns. Ja, mal gucken. Nee. Da geht's dir gut? Na klar, danke. Gut, dann nehmen wir nicht das. Dann nehmen wir erstmal diplomatische Verwicklung. Mit Nesti. Ob das schon gilt, werden wir gleich sehen. Sonst machen wir in der nächsten Folge was anderes. Aber ob das jetzt... Pass mal auf, du Vogel. Ich wäre dann soweit für die nächste Audienz. Jetzt schon? Dann lass mal hören. Wer soll's denn diesmal sein? Judikator Reinhold. Ein Handelspakt und Ressourcensharing mit den Morkons könnten sich für die Kleriker auszahlen. Du weißt aber schon, dass sie mit Sicherheit ziemlich misstrauisch sein werden. Die Kleriker sind Menschenfreunde, die Morkons exakt das Gegenteil. Das lass mal meine Sorge sein. Bring mich einfach zu Reinhold und ansonsten halt die Klappe. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Wenn du willst. Mitkommen. Klar doch. Ja, ich weiß bloß nicht, ob die uns nachher die Eintrittskarte zu den Outlaws, da waren wir mit ihr ja schon, oder die Eintrittskarte zu den Klerikern versaut. Warst du die letzte Zeit schon mal wieder bei den Klerikern? Nein, eigentlich immer nur mit dir zusammen. So, dann wollen wir mal sehen. Audienz bei den Klerikern. Da waren wir schon durchgelaufen. Glaubst du denn an diesen Gott der Morkons? Ist es wichtig, woran ich glaube? Die Morkons packen an und bringen die Dinge voran. Das ist alles, was zählt. Alles, was ich von ihnen erwarte. Immerhin hatten die Kleriker dir damals ihre Truppen anvertraut im Krieg gegen die Alps. Damals ist damals. Heute sind sie nur noch ein Schatten ihrer selbst. Keine Ahnung, wie sie heute ticken. Ab in die Kirche. Jax, welch seltener Besuch hier in unseren heiligen Hallen. Wie ich sehe, hast du deinen Weg in schweren Zeiten wieder zu uns gefunden. Judikator Reinhold. Ja. In der Tat ist es schon lange her, dass wir die Waffen gegen unsere gemeinsamen Feinde richteten. Es ist beschämend, dass ich deinen weisen Worten keinen Glauben schenken wollte, als du uns Menschen vor der nahenden Katastrophe und den Wissenden berichtetest. Vergossene Milch. Ich muss zugeben, dass ich zuweilen ebenfalls daran zweifelte. Und doch sind sie da. Die fremden Eindringlinge,
mit ihren Türmen der Vernichtung sind genau das, wovor du uns immer gewarnt hast. Wichtiger ist es jetzt, an unsere Zukunft zu denken und den Feind zurückzuschlagen. Das tun wir, wie du siehst. Die Wunden, die uns geschlagen wurden, sind verheilt. Wir haben uns wieder gefangen und arbeiten an unserer Wiederauferstehung. Ich habe Nesti mitgebracht. Sie ist heute, sagen wir mal, Botschafterin der Morkons. Ja, natürlich. Nesti. Ich erinnere mich. Sie war die Feldherrin, die damals unsere Truppen geführt hat gegen die angreifenden Alps in Ignadon. Was kann ich für dich tun? Stimmt es, dass ihr Kleriker euch am Ende doch noch aus eurem Hort in Ignadon habt vertreiben lassen? Tja, das ist eine der Bürden, die wir zu tragen haben in diesen Tagen. Es fällt uns immer noch schwer, daran zu denken, welchen Verlust wir zu erleiden haben, wenn ich an unsere technischen Errungenschaften im Hort von damals denke. Auf der anderen Seite, wären wir im Hort geblieben, wären wir vermutlich alle gefallen. Eine dieser Festungen der fremden Eindringlinge ist direkt auf dem Eingang unserer alten Stadt gelandet und hat dort alles vernichtet. Mag ja sein, aber das war ja nicht der Grund, warum ihr den Hort verlassen habt. Die Wahrheit ist doch, dass die Alps euch in den Arsch getreten haben und ihr achtkantig aus Ignadon rausgeflogen seid, als sie da ein weiteres Mal einmarschiert sind. Nesti? Nun, was soll ich sagen? Sie hat ja nicht Unrecht. Und doch hatten wir keine Wahl. Nur so konnten wir unser aller Überleben sichern. Das ist typisch für euch Weicheier. Erst reißt man sich für euch den Arsch auf und dann lasst ihr euch am Ende doch noch die Butter vom Brot nehmen. Bist du nur gekommen, uns zu beleidigen? Feiglinge seid ihr. Aber keine Sorge, die schäbigen Überreste eurer Blechmann-Armee werden auch bald in Rauch aufgehen. Wenn es nicht die Alps sind, dann diese Pest von Kreaturen, die diese Fremden mitgebracht haben. Also, das ist doch genug! Diese Unterhaltung ist beendet. Das ist aber auch eine dumme Sau, ey. Ne? Hab ich mir schon gedacht, ey. Die kriegt jetzt erstmal einen Einlauf, ey. Hey, schau mal, wir haben Besuch. Ah. Kommt doch her, hier bin ich. Oh Mann. Das ist wie so ein Drohnen, ja? Mach mal das. Aber wo ist denn? Moment. Wir haben nämlich. Können wir ja nicht verkauft haben, ne? Das ist sie. So, anlegen. Ah!
nicht hoch genug. Also das dauert ewig. Mann ey. Das ist nervig. Jetzt ist die Olle auch noch down. Ich will den Mist hier, Alter. So. Ich bin nicht gut genug. Ah, ätzend. Und da haben wir jetzt nicht genug. Fuck it. Das ist ja echt scheiße. Das schaffen wir auch nicht. Sie steht gleich wieder auf. Ja, ist gut. Jetzt haben wir, glaube ich, noch nicht mal mehr Heiltränke. Das dauert lange, bis man... Mächtig. Oh. Ich weiß nicht, ob die uns das alles nachher versaut. Zuerst bei den Outlaws hat sie so viel rumgemosert. Hat unsere Frau auch gesagt, hat Kaya ja auch gesagt. Wir versuchen das hiermit. So ist sie jetzt wieder aufgestanden. Oh, die steht nicht auf und das sind so viele Drohnen. Wie kann man hier auch weglaufen? Das kann auch sein. Komm mal runter hier, wenn wir die erwischen. Da sind die schnell weg. Aber die machen uns down. Wir laufen, versuchen wegzulaufen. Die Waffe weg. So. Das müsste eigentlich klappen. Verreisen können. Ah, und das diplomatische Verwicklung. Robots aus dem Hinterhalt. Das schaffen wir noch nicht. Wir wollen mal sehen, ob wir schnell reisen können. Jetzt ist sie auch wieder dabei, ne? Nee, die ist erstmal down. Die können wir wohl nur wieder kriegen, wenn wir... Ja, das ist es. Wir haben aber keine gute Fernkampfwaffe. Wie viele Punkte haben wir denn? 31. Wir haben ja hier... Mit der könnte das gehen, wie gesagt. Da braucht man aber Stärke. Naja, Stärke ist kein Problem. Hier, Moment, was haben wir denn noch? Geschicklichkeit 35. Schrotpatronen haben wir 5 oder was? Munition. Haben wir so wenig Munition, wa? Pfeile, Bolzen haben wir mehr. Blaster und Lasergewehre, aber die haben wir verkauft. 25.
Ja. Aber das sind, wir sind alleine, ne? Gegen die 5 Drohnen. Das ist echt nicht einfach. Und wir können jetzt auch leider... Ach so. Da brauchen wir, glaube ich, einen Lehrer. Damit wir mehr Reichweite haben mit unserem Feuerball. Mal gucken. Alp. Ach so. Hier ist es. Das Gerät ist das. So, und jetzt bräuchten wir mehr Reichweite. Mana ist erstmal egal. Lehrer auf der Karte markieren. Das können wir machen. Nee. Flammenbogen. Alle deine... So, der Schaden wird erhöht. Macht... Das ist nur Schaden. Und wo ist die Reichweite? Na, vom Himmel, vom... Das ist vielleicht auch nicht... Da bräuchte man Intelligenz sehr viel. Das... So, das ist hier die... Ich muss das erstmal... Ihr könnt meine Videos vor- und zurückspulen. Weil ich hatte das... Hab das noch im Hinterkopf. Dass man die Reichweite hier erhöhen kann. Hier hat man einfach nur mehr Mana. So, was soll das? Sammel deine Mana und fessle einen starken Feuerball. Das ist es nicht. Auch nicht. Weil die Reichweite reicht einfach nicht, um das, um die runterzuholen. Man kann natürlich auch hochspringen, im Fliegen. Also mit dem Jetpack und dann zuschlagen. Dann wäre das überhaupt kein Problem. Dann würde man die sofort runterholen. Das könnte man im Kampf machen. Oder das ist sehr aufwendig alles. Das kann, dann muss man vielleicht auch den Jetpack dafür vorbereiten. Fernkampfwaffen. Die Anforderung. Erhöht den Schaden, ja. Energiewaffen. Und wo ist hier eine Shotgun? Schwere Waffen. Ja, wir bräuchten Munition für die Shotgun. Weil die Shotgun beschädigt die Schrotflinte. Geschicklichkeit könnten wir pushen. Wir haben aber nur 5 Schrotpatronen. Doppelläufige. Die Stärke ist kein Problem, da bräuchten wir bloß viel Geschicklichkeit. Und das dauert noch, wir haben erst 17. Wir sind halt nicht darauf gegangen. Feuerfaust. Flammenbogen haben wir ja genommen, ne?
Ja, das kann man mal machen. Testen wir das mal. Und jetzt müssen wir da hinreisen. Und diese scheiß Drohnen. Ach, da oben haben... Ja, wir werden das mit den Klerikern, wie gesagt. Ist die auch noch da, die Kaya? Ne, die heißt nicht... Doch, ist ja egal. Wo ist sie überhaupt jetzt? Wir werden da mal hinlaufen. Ja, man weiß das vorher nicht. Wir haben ja die Kaya von den Morgons, ne? Ja, jetzt ist bloß die Frage. Und da ganz außenrum, da hinten außenrum wird wohl nichts. Gibt's da einen besseren? Da hinten müsste man nachher hochkommen. Da ist der Weg. Und der ist auch viel besser hier. So. Jetzt haben wir den anderen, ne? Ich muss das mal mit. Ich kümmere mich damit noch nicht so aus. Wir haben erstmal den jetzt. So, und testen wir mal. Müssen wir nochmal speichern. Dann nehmen wir jetzt aber sicherheitshalber den vierten. Damit die anderen... Ihr wisst, wie ich das meine. So, jetzt wollen wir die Scheiße hier mal runterholen, ey. Sonst hol ich mir gleich einen runter, Alter. So, und du sollst wieder aufstehen, Kaya. Na, wir hören das schon. Sie kämpft schon wieder, ne? Was? Warum trifft sie denn nicht? Das reißt überhaupt nichts weg, Alter. Da ist sie. Ist sie jetzt einfach schon wieder tot oder was? Nee. So, und jetzt wollen wir... Wie geht das denn jetzt nochmal hier mit diesem Bogen? Ich weiß das eigentlich nicht. So. Ich hab's gleich. So. Alter, der reißt gar nichts weg. Ja, super, Alter. Echt toll. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe auch noch eine andere Idee. Machen wir einfach mal fortsetzen. Das geht mir nämlich auf den Sack hier mit unserer Elz. Die Elz, die geht mir auf den Nerven. Aggressive Drohne.
Elton schon im Vorfeld sehr an. Daher fürchtet sie, also das muss ich mir jetzt mal durchlesen. Und dafür mache ich mir jetzt noch eine Fluppe. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht mehr eine Chance bekommen jetzt, nur wegen einem falschen Gespräch, dass wir nicht mehr zu den Klerikern kommen, nicht mehr zu den Alps kommen und auch nicht mehr zu den Outlaws kommen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Einen Moment. So. Auf jeden Fall macht sie uns nur Schwierigkeiten, aber das hat Kaya ja auch gesagt, unsere Frau. Aber wir sind halt im Spielverlauf zuerst zu den Morgons gekommen und nicht zu den anderen Fraktionen. Sonst, naja, es gehört vielleicht zum Spiel. Wir müssen uns das jetzt mal ein bisschen durchlesen. Daher fürchtet sie, dass die Morgons in naher Zukunft fatale Fehler für sich und andere freien Menschen machen werden. Eine Zusammenarbeit mit ersetzten Macht würde die Belange der Morgons aber eher stärken. Sie müssen die Anführer der Morgons nur noch davon überzeugen, also bietet Nessie sich als inoffizielles Bindeglied, also als eine Art geheime Botschafterin der Morgons für potenzielle Handelspakte und Ressourcensharing an, um zwischen den radikalen Morgons und den restlichen freien Menschen zu verhandeln. Ich fürchte, das wird eine längere Geschichte, in der Nessie versuchen wird, mich immer mal wieder in Gespräche mit den Anführern der unterschiedlichen Gilden zu verwickeln. Ich werde Geduld mit ihr haben müssen. Ja gut, das sagt ja alles. Das wird noch in längere Zeit weitergehen. Ja, gut, dann wissen wir Bescheid. So, und die müssen wir jetzt platt machen. Die Frage ist bloß, der Bogen reißt ja überhaupt nichts weg. Was hat der für ein Damage? 24. Unsere Waffe, naja gut, 51. Berserkerbogen. Na, das schaffen wir noch nicht. 55. Die ist aber richtig geil. Geile Shotgun. Wir haben hier eine Shotgun. Und die könnten wir auch pushen. Das können wir schaffen. Dann brauchen wir bloß Munition. Und die kann man ja kaufen. Wo, weiß ich noch nicht. Wir können ja mal sehen, ob wir damit einen runterholen können. Geschicklichkeit 35. So. Dann wollen wir die mal anlegen. Das ist ja, ich weiß immer nicht, wie man so mit linken Button zielt man. Gut, machen wir aufs Neue. Dass man da Munition für braucht, geht mir ein bisschen auf den Sack. Ja, ich hätte am liebsten unendlich Munition. Das wird mir besser gefallen. Aber es ist halt so wie Gothic und Gothic ist halt. Hat auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad. So, jetzt müsste sie aber wieder am Leben sein. Keine Munition. Keine Munition. Oh, ätzend, Alter! Oh. Oh. Na, die ist viel zu schnell down, Alter. Die macht nur Ärger. Und so, jetzt erstmal hier Chili con Carne. Was ist das hier? Blutiger Burger.
Hol doch mal einen runter damit. Oh. Wir können mal probieren. Wenn das klappt, wäre das richtig geil. Einfach so. Und dann hochfliegen. Na, das geht nicht. Wir können nicht zuschlagen. Es sind nur noch zwei, ne? Ja. Hier ist mehr, ne? So, jetzt müssen wir mal sehen. Wir versuchen das nochmal mit dem hier. Jawoll! Ja, klappt doch! Aha. Geil. Und du auch noch. Dieses verfluchte Klerikerschwein. Hetzt er uns seine Maschinen auf den Hals? Warum musstest du ihn auch provozieren? Ja, echt, ey. Jetzt nimmst du ihn auch noch in Schutz? Haben die Robots dich etwa nicht angegriffen? Der Angriff galt ja eigentlich nicht mir. Ich war nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Ach, scheiß drauf. So, jetzt, wir müssen mit ihr Geduld haben. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung. Das war die reinste Provokation. Was sollte der Mist eigentlich? Das war doch keine Verhandlung. Das war die reinste Provokation. Kann ja nicht jeder so eine Weicheierei ertragen wie du, großer Meister. Blödsinn, du führst keine Verhandlungen, du stiftest nur Unfrieden. Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe dich nicht um Kommentare bei meiner Vorgehensweise gebeten. Solltest ein bisschen mehr auf dich achten, du gerätst irgendwann an die Falschen, wenn du so weitermachst. Ja, aber mein Arsch hängt da mit dran, du Furie. Du willst diesen Mist also tatsächlich weitermachen, ja? Bisschen mehr auf dich. So. Mein Arsch hängt da mit dran, das nehmen wir. Ja, aber mein Arsch hängt da mit dran, du Furie. Ich tue das, was ich für richtig halte und sag dir Bescheid, sobald ich die Vorbereitungen für die nächste Aktion abgeschlossen habe. In der Zwischenzeit werde ich weiter trainieren. Ich werde es wohl kaum verhindern können, oder? Nein. Also können wir die Tochter mit runterholen. Aber es hat nicht gleich geklappt. Ne? Ihr habt es ja gesehen, aber jetzt weiß ich Bescheid. Wenn man es einmal geschafft hat und dann... Ja, learning by doing, ne? So. Das nehmen wir natürlich alles noch mit. Na, wir müssen das Let's Play gleich beenden. Sonst geht es zu lange. Ich muss das alles auch noch hochladen. So. Nehmen wir natürlich alles mit. Wenn man richtig viel gelootet hat, das wird alles mitgezählt, kriegt man auch eine Errungenschaft. So. Speichern auf 1. Wunderbar. Irgendwann, wir kommen da noch rein bei den drei Fraktionen. Wir müssen bloß Geduld haben. Aber es ist ja auch lustig gemacht, ne? So, meine lieben Freunde, ich würde sagen, die Folge wird beendet. Aber wir machen gleich noch eine Folge. Ich habe voll Bock drauf. Und ihr wahrscheinlich auch. Sonst wäre der nicht noch dran. Ja, meine lieben Freunde, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
Und schaut euch ruhig mal meinen Kanal an. Da gibt es über 1500 Videos, die auf euch warten. Das wäre eigentlich ein Abo wert, weil da sind lustige Folgen bei. Na, ihr könnt dann auch sehen, wie ich mit YouTube angefangen habe und was dabei jetzt rausgekommen ist. Auch lustige Multiplayer-Folgen mit dem Digron. Mit dem habe ich auch Killing Floor und so gespielt. Alles für euch bereitgestellt. Ja, meine lieben Freunde, dann bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.